Die Corona-Krise lässt die Schulden von Unternehmen und Staaten explodieren. Jetzt gibt es die ersten Forderungen nach einer neuen Bad Bank. Aber was bedeutet das überhaupt? Mehr nach dem Intro. Also, bleibt dran. Hallo, mein Name ist Tobias Kalb. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Bad Banks. Nicht die deutsche Serie, sondern um echte Bad Banks. Aber was sind denn überhaupt Bad Banks? Eine Bad Bank steht als Synonym für ein gesondertes Institut zur Abwicklung fauler Wertpapiere oder Kredite. Die Bad Bank sammelt und wickelt also höchst riskante Kredite und Geschäfte ab, bei denen fraglich ist, ob diese jemals bedient werden. Deutlicher ausgedrückt, also so etwas wie ein Schrotthändler im Finanzsektor. Vergangene Woche beantragte die Airline Norwegen Gläubigerschutz. Nach der Ablehnung von Staatshilfen seitens Norwegen bleiben dem Unternehmen 5,3 Milliarden Dollar Schulden. Ein weiteres Opfer der Corona-Pandemie und dem weltweiten Lockdown. Allerdings sind es ja bekanntlich nicht nur Unternehmen, bei denen die Schulden explodieren, auch die Staaten türmen immer größere Schulden. Laut dem Internationalen Institut für Finanzen wird der globale Schuldenberg bis Ende des Jahres die gewaltige Summe von 277 Billionen Dollar erreichen. Ich wiederhole nochmal, ja, du hast richtig gehört, Schulden in Höhe von 277 Billionen Dollar. Das wären rund 365% der Jahresleistung der Weltwirtschaft. Wahnsinn! Die Verschuldung sei viel schneller gewachsen als zu Beginn der Pandemie erwartet, betont der Institute of International Finance Direktor Emre Tiftik. Von 2016 bis September 2020 schoss der Schuldenstand um satte 52 Billionen Dollar nach oben. Zum Vergleich, gleicher Zeitraum 2012 bis 2016 lag der Anstieg in Anführungszeichen nur bei 6 Billionen US-Dollar. Das sind jetzt fast 10-mal so viel. Und wir reden hier nicht von Tausenden, sondern Billionen US-Dollar. Immer mehr Schulden führen zu immer mehr Zombie-Firmen und Zombie-Banken. Das habe ich schon in einem meiner letzten Videos mehrfach betont. Und jetzt schlägt auf einmal auch die EZB Alarm. Der Chefaufseher Andrea Enria forderte Ende Oktober die Einrichtung einer europäischen Bad Bank oder eines Netzwerkes, um faule Kredite von EU-Banken auszulagern. Die EZB befürchtet als plausibles Krisenszenario Kreditausfälle von bis zu 1,4 Billionen Euro. Die Lösung Enrias wäre eine schnelle Entlastung der Bankenbilanzen und er fordert eine Restrukturierung der fragilen Bankenbranche. Elke König, die Leiterin der Europäischen Abwicklungsbehörde für notleidende Banken, warnte kürzlich ebenfalls alle EU-Banken vor Corona-bedingten Kreditausfälle. Jetzt muss man sich aber mal den Lösungsansatz von Andrea Enria nochmal genauer ansehen. Er fordert eine Bad Bank oder ein Netzwerk, um die faulen Kredite auslagern zu können. Was ist das für eine Lösung? Das ist aus meiner Sicht nur eine Verschiebung des Problems. Eine Bad Bank wird oft wie eine magische Lösung angepriesen, bei der sich die Verluste auf einmal wie von magischer Hand in Luft auflösen. Dem ist aber nicht so. Die Kredite sind aus den Büchern der betroffenen Bank, aber dafür in den Büchern der Bad Bank. Das ist so, als wenn ich ein brennendes Auto vor der Tür stehen habe und in der Sorge, dass mein Haus Feuer fängt, schiebe ich es schnell rüber zum Nachbarn. Im Finanzmarktstabilitätsbericht von dieser Woche warnt die EZB vor einem erhöhten Risiko für die Finanzstabilität aufgrund hoher Verschuldung von Unternehmen und Staaten. Es könnte zu einer Verflechtung zwischen Staaten, Unternehmen und Banken kommen.
da Banken und Staaten gleichermaßen den Pandemie- oder den pandemiebedingten Risiken der Unternehmen im Eurogebiet ausgesetzt sind. Und schreibt, mit dem Fortschreiten der Pandemie nehmen die Anfälligkeiten im Unternehmenssektor zu. Wieder einmal kommt also die Frage auf, wie stabil europäische Banken sind und wie viele Verluste sie verkraften können. Nach der Finanzkrise 2008 wurden von den Aufsichtsbehörden harte Maßnahmen gefordert, um die Kapitalausstattung sowie den Finanzpuffer der Finanzinstitute zu erhöhen und so natürlich die Anfälligkeiten zu reduzieren. Laut EZB-Bericht erscheinen diesen aber in manchen Fällen als viel zu optimistisch. Zudem bleibt die Ertragslage durch Null- und Negativzins sehr schwach. Da niemand das genaue Ausmaß der Kreditvergabe an Zombie-Firmen, die Kreditqualität und die Risiken der europäischen Banken kennt, bleibt eine riesige Ungewissheit und ein erheblicher Zweifel an der Stabilität. Die Beratungsgesellschaft Oliver Wyman erwartet für die Banken in den kommenden 3 Jahren Kreditausfällen von bis zu 800 Milliarden Euro. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wie lange geht das Ganze noch gut? Die Aussage von EZB-Chefaufseher Enria ist dazu wenig beruhigend. Wir dürfen auf das Beste hoffen, müssen uns aber auf das Schlimmste vorbereiten. Was mich an der ganzen Sache aufregt, jetzt wird schon ganz offen diskutiert, wo man die faulen Kredite hin- bzw. abschreibt. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ich stelle ganz offen die Frage, wie lange geht das Spiel noch gut? Mich interessiert natürlich, wie siehst du das Ganze? Wie lange funktioniert das massive Gelddrucken, bis das System explodiert? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und wenn du mehr über unser Geldsystem erfahren möchtest, warum es nicht funktionieren kann und wie man sich vor der Abwärtsspirale schützen kann, dann schau dir gerne mein kostenloses Webinar an. Und hier gebe ich sehr detaillierte Einblicke in den Finanzmarkt, warum die meisten Produkte nicht funktionieren und wie man sein Vermögen vor Enteignung schützt. Den Link setze ich dir wie immer unter das Video. Und natürlich hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal mit der Glocke und empfehle ihn gerne weiter. Ich kann dir schon jetzt versprechen, in Zukunft kommen noch richtig spannende Themen. Und wenn du ein besonderes Thema hast, dann schreib mir gerne auch das Thema unten in die Kommentare. Und solltest du noch mehr Fragen rund um das Thema Finanzen haben, schreib mir gerne eine Nachricht oder gehe bei mir auf die Homepage www.tobiaskeip.com und vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch direkt mit mir. Ich sage dann schon mal bis zum nächsten Video und weiterhin alles Gute für dich und deine Finanzen. Tobias Keip.